Dafür haben wir uns ganz zum Schluss einen wirklich schönen Ausblick aufgehoben, nämlich den Ausblick auf die Republika, wie es hier schon steht. Und wir haben hier vorne Geraldine de Bastion, die nicht nur im DGS-Vorstand ist, sondern auch zusammen mit Katharina Meyer im Programmteam für die Republika. Und damit sind die beiden natürlich perfekt geeignet, um uns jetzt dazu was zu erzählen. Dankeschön. Ha, ja, okay. Wir sind, wie schon gesagt wurde, heute Abend hier, um euch das Republika-Programm kurz vorzustellen. Fangen wir doch mal, aber bevor wir was erzählen, kurz mit euch an. Eine ganz kurze Erhebung vorneweg. Wer war denn alle schon mal da? Sehr schön. Wer hat denn alles vor, dieses Jahr zu kommen? Okay, auch sehr schön. Und wer hält alles dieses Jahr einen Vortrag? Es sind mindestens 3 Leute, habe ich heute schon gesehen. Vielleicht sind sie gerade nicht im Raum. Du, okay. ja, wenn ihr noch nie da wart, dann möchten wir uns natürlich ganz kurz auch die Republika allgemein vorstellen. Und für alle die nicht kommen können, aber sich trotzdem für das Programm interessieren, das sehr vielseitig ist. Wir stellen unsere Videos, die Mehrzahl aller Sessions online, damit ihr sie auch abrufen könnt nach der Konferenz. Und wir streamen auch von mindestens einer Bühne live. Das heißt, man kann auch auf der Republika sein, wenn man nicht auf der Republika ist. Die Republika, ja, sie ist ein schönes Klassentreffen, was dieses Jahr zum 11. Mal stattfindet. Es kommen viele, viele spannende Leute dahin, fast... ja, über 8000, deswegen ist es kein so ganz kleines Klassentreffen mehr. Mittlerweile auch sehr viele spannende Leute, nicht nur von hier, sondern aus aller Welt, die man da treffen kann, mit denen man sich netzwerken kann. Und es gibt auch jeden Abend Partys und es gibt natürlich coolen Content. Und davon möchten wir euch jetzt mehr erzählen. Genau, wir haben als erstes euch mal die Track-Übersicht mitgebracht. Wir können gerne zu jedem Track ein bisschen was sagen. Technologie haben wir nicht extra mit drin, weil es ist einfach in jedem ein bisschen enthalten. Deswegen haben wir es nicht mehr dazu geschrieben. In diesem Jahr haben wir ein Special namens Submarine. Da kümmern wir uns um Meere und Ozeane. Es liegt, also hört sich erst ein bisschen abgelegen an, aber fast die komplette Erschließung des Meeresraumes erfolgt halt auch durch Technologien, Tauchroboter, Deep Sea Mining und so weiter. Und gute Kunstprojekte haben wir auch in dem Bereich. Genau, wir haben dieses Jahr aber einen ganz besonderen Schwerpunkt auf alles, was mit Politics and Society zu tun hat, alle netzpolitischen Themen. Und wir haben auch jedes Jahr ein Motto. Und dieses Jahr ist das Motto der Republika Love Out Loud. Also ein Aufruf für die Liebe und gegen den Hass und für alles Schöne, was wir so tun können, gemeinsam und unsere Gesellschaft besser zu machen. Wir haben jedes Jahr ein Call for Paper. Über diesen Call for Paper stellt sich der Großteil des Programms zusammen, bis auf die Sachen, die wir nochmal extra kuratieren und die Keynote-Speaker, die wir einladen. Und wir hatten dieses Jahr sehr, sehr, sehr viele Einreichungen dazu, was auch sehr schön ist, dass dieses Motto auf so viel Zuspruch getroffen hat. Allerdings konnten wir irgendwann die Begriffe Hate Speech und Fake News nicht mehr lesen. Aber auch dazu wird es einiges auf dieser Republika geben. Vor allem haben wir uns aber gedacht, dass wir alle die tollen Initiativen und Projekte, die sich bei uns gemeldet haben, den Raum geben wollen, denen eine Fläche geben wollen. Es wird sozusagen eine ganze Halle geben, wo sich ganz viele tolle Initiativen vorstellen, auch mit der Hoffnung, dass die sich wiederum untereinander vernetzen und ja, so gemeinsam ein bisschen die Welt verbessern. Genau. Möchtest du noch irgendwas zu einem speziellen Track sagen? Du kannst ja noch mal kurz weiter scrollen. Genau, ich darf neben dem generellen Republika-Programm noch diese Subkonferenz organisieren oder diesen Track auf der Republika, besser gesagt, das Global Innovation Gathering. Das Global Innovation Gathering ist ein Netzwerk aus verschiedenen Menschen, die Community Spaces betreiben, ähnlich wie die Seabase, in unterschiedlichsten Ländern, vor allem aus Lateinamerika, Afrika und Asien. Verschiedene Makerspaces, Hackerspaces, Coworking Spaces. Und die machen auf der Republika verschiedene Sessions im Programm, verschiedene Themen. Zum Beispiel haben wir dieses Jahr dabei Vorträge zum Thema Citizen Crowdsource Data oder Infrastruktur, Rogue-Infrastrukturprojekte, also selbstgebaute ISPs und Community-Wireless-Netzwerke. Und wir machen auch einen Makerspace auf der Republika, falls man mal zwischen den ganzen Vorträgen etwas basteln möchte. Und für alle, die sich dafür interessieren und kein Republika-Ticket haben, wir werden traditionell am Sonntag nach der Republika hier in der Seabase grillen und nochmal so unsere Gig-Abschlussfeier machen und freuen uns auch sehr, wenn ihr dabei seid.
Genau, ich habe das große Vergnügen, ein paar Programmempfehlungen von unserer ganz großen Bühne 1 vorzustellen. Und zwar haben wir unter anderem, weil wir im Wahljahr sind und die Berichterstattung dazu ein bisschen außer Kontrolle geraten ist, Garry Kasparov, den Schachgroßmeister, eingeladen, der damals gegen den Computer verloren hat, aber trotzdem ein Spezialist ist für alles, was Propaganda im Internet angeht, und setzen ihn zusammen mit einem Hacker, der den Bundestagshack analysiert hat, um sozusagen mal auseinander zu dividieren, was sind jetzt Trollarmeen, was sind Fake News und was sind tatsächliche Hacking-Angriffe. Dann haben wir Kybra mit dabei im Laugh Out Loud-Track, genauso wie Margarete Stukowski. Caroline Sinders arbeitet mit Maschinenlernen, um teilweise auf Social Media einzudämmen. Dinge wie den Gamergate, Julian Oliver wird dabei sein mit einem Experiment. Wir haben festgestellt, viele Dinge versteht man am besten innerhalb von Kunstprojekten. Deswegen bringt er uns einen IMSI-Catcher mit. Für die Bühne 1, Nenna von der Global Web Foundation ist da, Caroline Imke, die Buchpreisträgerin, Trevor Palin, ebenfalls ein Künstler. Genau, und das sind nur einige Highlights aus 500 Stunden Programm. Wir haben euch auch ein paar unserer so Geheimfavoriten mitgebracht, für die man vielleicht länger im Programm stöbern müsste, also nicht nur auf der Bühne 1 gucken muss, um sie zu finden. Katharina, möchtest du mit dem ersten anfangen? Oder mit den ersten beiden vielleicht sogar? Genau, wir haben Polizei ist tatsächlich, ich weiß nicht, jeder hat es irgendwie in seinen Twitter-Profilen eingespeichert. Es sind die Spezialisten aus den Polizeigewerkschaften teilweise oder von Lokalpolizeien, die die Social-Media-Arbeit betreuen. Pleasure is just one click away ist tatsächlich, gestern gab es eine Meldung auf Motherboard, es gibt offensichtlich immer mehr Dinge, die an das Internet der Dinge angeschlossen werden, auch Sextoys mit Kameras, und weil es da Bedarf gibt, werden wir über Security Measurements sprechen. Wir haben noch einen weiteren Special Track in unserem Programm dieses Jahr, auf den wir uns sehr freuen, und zwar zum Thema Science Fiction und wie man anhand von Science Fiction über die Zukunft nachdenken kann. Daraus zwei Vorträge, auf die ich mich persönlich sehr freue. Einmal der Vortrag von Ian Kupernitz, The Ocean of Dreams. Er ist Historiker und gleichzeitig Sci-Fi-Fan und wird anhand von verschiedenen Sci-Fi-Werken und historischen Analysen Thesen aufstellen, wie wir denn tatsächlich das Weltall kolonialisieren werden. Und wir haben natürlich auch neben den ganzen Vorträgen ganz viele unterschiedliche Formate. Ich habe schon erwähnt, wir haben einen Makerspace mit so Hands-on-Workshop, wo es um Hardware geht. Wir haben aber natürlich auch Workshops anderer Art und verschiedene Meetups und Lightning-Talks und ganz unterschiedliche Arten und Vorträge, Formate, wo man zusammenkommt, eben damit man sich nicht nur von Bühne zu Publikum, sondern einfach auch persönlicher austauschen und vernetzen kann. Ein anderer Mitmach-Workshop hat sich vorgenommen, anhand von Devices aus der Serie Black Mirror inspiriert, dann wirklich sozusagen auf heute zurück, gewandt wieder andere Devices zu entwickeln, die wir tatsächlich haben wollen, sozusagen inspiriert von diesen dystopischen Beispielen aus der Serie. Genau, dann geht es bei uns einfach auch um Dual Use von Technologien. Wir haben einen Drohnen-Spezial zusammengestellt. Einerseits wird es dabei gehen um den Washington Post-Reporter, der durch Freedom of Information Act-Anfragen tatsächlich ein paar von den Daten, die im Drohnenkrieg sozusagen entstanden sind, bekommen hat. Gleichzeitig haben wir aber auch eine Vortragende dabei, die sozusagen darüber berichten wird, wie im Umweltschutzbereich durch Drohnen- und Satellitenüberwachung gute Fortschritte gemacht wurden und sozusagen eine möglichst informierte Debatte ermöglichen. Wie ich schon erwähnt habe, sind wir sehr stolz darauf, dass unsere Speaker aus aller Welt kommen und auch die Themen, die wir auf die Bühne bringen, sehr global sind. Wir natürlich auch viel gucken, was passiert hier in Deutschland netzpolitisch und insgesamt gesellschaftlich und in Europa, aber eben auch weltweit. Es wird unter anderem, also es gibt wirklich sehr, sehr viel internationales Programm, hier deswegen noch eine ganz kurze Auswahl. Es wird eine Diashow aus Nordkorea geben. Die fantastische Renate Avia wird uns Einblicke einer Reise ermöglichen. Wir werden von Social-Media-Kampagnen in Zimbabwe abhören, wo das Ganze tatsächlich noch teilweise ein neueres Phänomen ist als bei uns und wie es in verschiedenen politischen Kontexten genutzt wird. Es wird ein Panel zu Hate Speech gegen Initiativen aus dem Südsudan geben. Und es werden Menschen vorstellen, wie sie ISPs im brasilianischen Dschungel selber gebaut haben.
Ja, und wie bereits erwähnt wurde, gibt es natürlich auch die Digi-Gäste auf der Republika. Das heißt, wir freuen uns, wir wissen nicht, es kann gut sein, dass Volker und Alex auch noch in mehreren Vorträgen zu sehen sein werden und wahrscheinlich ganzzeitig auf der Republika eingespannt sind, aber auf jeden Fall werden sie anzufinden sein. Einmal am Dienstagabend, wie schon gesagt wurde, auch wenn es nicht der eigentliche erste Dienstag im Monat ist, trotzdem eine Tradition auf der Republika, der netzpolitische Abend. Und am Tag danach wird es auch nochmal ein DigiGuest-Meetup geben, wo man einfach nochmal kommen kann, reden kann, uns mehr über den Verein erfahren kann, mitmachen kann, etc. Weil es heute Abend tatsächlich auch so gut angenommen wurde, haben wir auch eine Session zum Netzwerk-Durchsetzungsgesetz dabei. Also wenn da noch Diskussionsbedarf besteht, dann geht das auch bei uns. Sehr gerne vorbeikommen. Genau. Und wenn es keine Fragen mehr gibt, dann war es das auch schon. Achso, vielleicht noch ganz kurz den Hinweis, dass wir natürlich, wenn der, wenn das Tagesprogramm zu Ende geht, auch immer sehr gerne, sehr lange auf der Republika feiern. Auch dazu seid ihr herzlich eingeladen. Es wird verschiedene Formen von Partys geben. Letztes Jahr gab es eine ganz legendäre Karaoke-Veranstaltung. Man munkelt, es gibt eine Wiederholung davon. Es gibt auch verschiedene Bands und DJs und neben vier wohlbekannten Menschen. Man munkelt, dass Markus Becke da nicht nur einen Vortrag auf die Bühne 1 hält, sondern vielleicht auch in einem Partyraum am Deck zu sehen ist dieses Jahr. Auch ja, vielleicht die eine oder andere Band, die spielen wird. Es geht auch das Gerücht um, dass Judith Holofernes ein kleines Set spielt, worauf wir uns sehr freuen würden. Und ja, wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr alle da seid. Oder an den Screens dabei seid, um mit uns die Republika mitzuerleben. Genau, und auf der letzten Folie sieht man schon, am 11.04. veröffentlichen wir das Gesamtprogramm mit Ort und Zeit. Wer mehr auf netzpolitische Empfehlungen gehofft hatte, die gibt es auf netzpolitik.org, so ungefähr ab nächster Woche in verdaubare Stücke aufgeteilt. Und genau. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, sehr gerne.